Schicksal zu entgehen, mussten wir neu beginnen. Mit einer neuen Welt. Die Welt, die Barnabas wollte. Ein Paradies ohne Fäule, wo sein Gott ihn erwartet. Und wir sollten ihm dorthin folgen und dafür alles hinter uns lassen. Unseren Willen aufgeben. Also will Ultima, dass wir Barnabas Werk vollenden. Spielen wir sein Spiel mit. Vorerst. Naja. Keine Ahnung, wenn man irgendwo eine Sandburg bauen will, wo schon eine ist, ne? Dann muss man die alte erstmal abreißen, ne? Mich irgendwie so an dem Plot von Tales of the Abyss. Wo der Hauptbösewicht irgendwie die ganze Welt zerstören will und eine Kopie davon erstellen will. Die Leute, die da auf dieser Welt leben, sind auch alles Kopien. Alles nur Klone. Für die Schöpfung einer neuen Welt. Irgendwie so um den Dreh war das, ne? Zu blind zu erkennen, dass die Fäule, die er brachte, nicht unsere Schuld ist? Nicht zu blind, nur zu stolz für die Wahrheit. Denn er ist genau wie wir. Okay. Finde ich gut, diese kleine Geschichtslektion von Ultima. Ich nehme an, Clive soll dann halt soll dann dieses Dings sein hier, was er gerade gesagt hatte, ne? Dieser Mythos hier. Ich habe vergessen, wie er es genannt hat. Das, wofür man ein bisschen mehr Einfallsreichtum braucht. Was von ihm übrig ist.
nicht mehr standhalten. Die Gier des Menschen treibt es immer weiter in den Niedergang. Aber du kannst es noch retten, Mythos. Das ist der Grund für dein Sein. Weshalb wir dich nährten und über dich wachten, wie eine liebende Mutter es tut. Und nun bist du voll erblüht, Mythos. Deine Zeit ist reif. Füge dich deiner wahren Bestimmung. Um dich zu retten, die Sünde überleben zu wollen, hast du genau wie wir begangen. Die Schuld trägst du. Unser Wille ist aus Not entstanden, weil du uns verlassen hast. Und den sollen wir jetzt aufgeben? Für einen Platz in deinem neuen Paradies? Du glaubst also, ein solcher würde euch zustehen? In unserer Welt ist kein Platz für Menschen. Bist du nicht fähig, diese Tatsache zu verstehen? Wir brauchten immer nur allein dich, Mythos. Und wenn die Zeit kommt, uns von diesem verrotteten Reich zu lösen, wird niemand folgen, niemand bleiben. Was genau bedeutet das? Dies ist unsere Welt. Ist ihre Wiedergeburt vollzogen, hat die Menschheit ihren Zweck erfüllt. Weshalb sollten wir eure Existenz weiterhin erdulden, wenn sie uns solchen Verdruss beschert hat? Weil diese Welt nicht dir gehört! Sie gehört uns allen! Was? Da. Ein weiterer Irrtum von dir. Euch gehört nichts als euer erbärmlicher Wille. So gerade meine Form gelöscht. Bruder. Ich schaffe es nicht allein. Das musst du auch nicht. Wir sind die vielen Worte leid. Nun müsst ihr lernen, dass wir kein Ungehorsam unserer Diener dulden werden. Oh Mann. Garuda? Kein anderer Weg. Du musst gehen. Du magst vielleicht unser Schöpfer sein. Aber nun wählen wir unseren Weg selbst. Denn diese Welt gehört dir nicht mehr. Sondern uns. Zeit zum Kleifen. Knie vor mir nieder. Entschuldige, was? Ob das schon der finale Kampf ist, ich weiß nicht. Graviga? Nein. Mal des Stumms, weil aua. Oh ja, du Stück. Aua. Aua. Aua.
Ich mache einfach den Angriff. Nein, damit halte ich ja den. Der Angriff nicht auf. Au! Wie soll ich da ausweichen? Soll ich da springen? Kann ich das absorbieren? Aua. Ich weiß nicht, muss man diesen Kampf gewinnen? Ich weiß es nicht. Sieht ganz schön hart aus, der Kampf hier. Bei denen ja. Was zum Glück habe ich noch Ausweichschritt gemacht. Ja. Aua. Aua. Ja, was mache ich hier? Wie soll man den Angriff ausweichen? Na ja, verdammt. Dass ich da Dings habe. Ja, ich habe dich voll. Nein, ich krieg hier nichts ausgewichen, Mann, ey. Ja. Oh mein Gott, ist doch jetzt mal gut. Das ist alles so zeitverzögert, Mann. Wie willst du dann ausweichen? Ich weiß nicht, wie man dann ausweichen soll. Nein, das gibt's doch jetzt auch nicht. Ich krieg den nicht ausgewichen, ey. Boah, jetzt habe ich natürlich wieder. Oh mein Gott. Ich krieg hier nichts ausgewichen. Nein. Verbiss ich ja mal ein paar Schläge bei den reinkriegen, ne? Ja, okay, das ist definitiv machbar, aber schwierig. Ich mache den nichts an Schaden. Nein, das sollst du einsetzen. Okay, irgendwie macht das hier mehr Schaden als die Ultimate von Odin. Da bilde ich mir nur ein. Oh Mann. Oh. Ja, hier ist dunkel, Clive. Okay, bitte leg jetzt nicht erst los, ey. War mir schon schwer genug. Oh Gott. Aua. Aha. Aha. Was hab ich da gerade getroffen? Aber ich will halt die ganze Zeit hier einsaugen. So, so kann man das ausweichen. Ich habe nur Tor, also. Oh, oh, oh.
Meine Frage ist, wie soll er zu jeder, wie soll dieses Spiel so jeder Casual Gamer irgendwie durchspielen eigentlich, ey? Das ist gar nicht mal einfach, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Hat mich gefaced. Der hat schon wieder abgebrochen. Meins. Ich kann den seinen Angriff nicht ausweichen. Ich kann es einfach nicht. Ich kann den seinen blöden normalen Angriff nicht ausweichen. Ich ball einfach alles auf dich drauf, wenn ich hier drin bin. In der Form. Ich krieg diesen Angriff nicht raus, ey. Nein, ich krieg diesen Angriff nicht raus. Lass mich doch mal. Das gibt's nicht. Ich habe keine, ich habe keine Tränke mehr, Leute. Ich habe keine normalen Tränke mehr. Wenn ich auf den Arm nehmen. Ich kann es nicht ausweichen. Ich versuche es die ganze Zeit. Voll konzentriert und so. Ich krieg da nicht ausgewichen. Ja, damit. Meins. Na. Vielleicht erst 20 Zug einsetzen sollten. Diesen einen Angriff, wenn er auf mich zuständig, ich krieg den nicht ausgewichen. Ich glaube, ich da versuche. Ich nur super Tränke. Wie macht dieser Angriff mehr Schaden als alles andere? Was für Schaden das noch macht, ey. Noch eine Phase. Wir haben dich auserwählt. Und du wagst es, deine Hand gegen uns zu erheben. Was jetzt? Der Raum krümmt sich. Oh Mann. Er will es beenden. Wäre nicht das erste Mal. Aber garantiert das letzte. Nein, ich hab das schaffe. Ich habe nur zwei Tränke. Oh Mann, jetzt hat er noch ein paar neue Angriffe wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Entschuldige, was? Wie soll ich das machen? Ah, ich war schneller. Wo bist du? Komm her, du Stück. Ah. Ich soll einfach alle meine Angriffe einsetzen. Irgendwann wird schon wehtun, ne? Oh Gott. Warte, ich habe gerade. Ne, ich wurde trotzdem getroffen. Ich muss halt ja alles wegtränken, habe ich so ein Gefühl. Komm her, nein. Und wenn ich hier dann bin, dann kann er nicht aufhalten. Nein. Ich habe nur einen Trank.
Ha. Jetzt habe ich mal geschafft, hier ausweichen. Mal Querschläger. Wie soll ich das alles ausweichen? Ha. Wenn ich den sein Dings hier wegkriege, ne? Dann schaue ich das noch. Nein, hier geblieben. Der hat sich wegteleportiert, nur damit er sich wieder zurück teleportieren kann. Ich setze meinen letzten Trank ein. So, ich muss halt jetzt alles mit diesen Lebensbalken geschaffen. Gott, beschütze mich. Ich muss ihm sein Ding kaputt. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh Gott, mach den kaputt. Oh Gott, ich muss den jetzt alles abziehen. Ah, warum habe ich nicht Dings ausgesetzt? Oh nein, da wird so was von knapp. Ich setze in der Luft ein. Na klar. Oh mein Gott. Oh. Alter. Das war so knapp. Der sucht der Dunkelheit. Oh mein Gott. Oh, ich hatte nichts an Tränken, gar nichts mehr. Endlich. Unzählige Generation. Wehe, da kommt jetzt noch was, ey. Ich habe nichts. Ich habe gar nichts. Auf diesen Moment. Nun. Auch wenn dich deine Mühen stärken, lastet die Sünde schwer auf deiner Seele. Aber Gnade ist dein. Tu Buße und alles wird vergeben sein. Ja, er mag es auch zu reiben, so wie ich. Okay. Sag mir, Clive, wie viele Leben hast du gerettet, seit du meinen Namen trägst? Und wie viele zerstört? Wohin wir auch gehen, hinterlassen wir ein Tränenmeer. Dies ist der Preis deines Willens, Sohn. Was nutzt uns denn die Freiheit, wenn unsere Entscheidungen alle nur ein Ende finden, den Tod? Es ist zwecklos, Clive. Also gib endlich auf. Warum lassen wir nicht all das hinter uns? Einfach alles beenden. Joshua hat nichts gesagt. Clive!
Bitte, warum rettet mich keiner? Warum liebt mich denn niemand? Dieser Schmerz, ich verzehre mich nach ihr. Was soll ich noch für sie opfern? Aus Wille wächst Verlangen. Es wird stärker und verzehrt euch. Zerstört eure Vollkommenheit. Hört ihr denn nicht, wie die Welt stöhnt und seufzt unter der Last eurer hungernden Herzen? Aber du könntest all dem ein Ende setzen. Ende setzen. Das ist alles nur Illusion. Wach auf. Lass uns nach Hause gehen, Clive. Clive. Ja, Clive. Mein Bruder. Bruder. Dich erinnern. Clive. Nochmal, bis du es weißt. Mein Name ist Clive. Clive Rossfield. Da! Ultima. Selbst hier wird das Licht des Leibes Willen nicht erstickt. Und der Phönix? Wie ist es ihm gelungen, hier einzudringen? Unmöglich. Es sei denn... Plot-Armor. Es sei denn, dass er bereits Bestandteil von Mythos war. Ein Mal des Phönix, eingebrannt in sein Herz, hat durch die Kraft des Willens Gestalt angenommen. Der Wille vermag zu schöpfen. Ist das möglich? Ist ihr Wille wirklich so mächtig? Wie lange willst du noch reden? Erstmal Zeit. Ja. So, wieder vereint. Ich glaube ja, ne? Wir sind Fröfried. Was auch immer, ja. Meteorit. Wollte sich auch irgendwas Cooles. Logos sein.
haben wir gewonnen. Ja, sieht cool aus. Asche zu Asche. Okay. Verdammt, Clive. Wach auf. Kann's aber nie im Leben schon gewesen sein. Das tat weh. Ich weck dich nur ungern. Aber wir müssen hier schnell raus. Am besten jetzt. Na gut. Erneut wählt unsere Schöpfung einen anderen Pfad als den ihr bestimmten. Trunkenen Hochmut hältst du dich für einen Gott. Öffnest dich Logos. Doch dein Höhenflug hat hier ein Ende. Wovon redest du überhaupt? In der Wiege des Ursprungs erwachen unsere wahren Kräfte. Und dort wirst du Vollendung erfahren. Bald, Mythos. Bald wirst du zum ersten Mal erkennen, was wahres Leid bedeutet. Okay. Hm. Dann Breck. Okay. Oh Mann. Was hat er vor? Nun singen die Kristalle niemals mehr. Doch aus der Stille erklingt ein neues Lied. Sein Choral bebend. Ein Crescendo bis zum letzten finalen Moment. Was verborgen lange dämmerte, erwachet nun. Der Typ sieht so gruselig aus, ne? Die Augen, ey. Die Welt zurück an der Quelle. Genau, irgendwas war ja da, wenn all die Kristalle kaputt sind. Ne, ich kann mich nicht mehr erinnern. Oh Mann. Uff. Ja, aber da sind jetzt alle Leute tot. Wenn man sagt mir, das wird der finale Dungeon sein. Ein neuer Kristall. Sieht aus wie so ein typischer Kristall aus Final Fantasy 1. Hey, gut gemacht, ihr habt das B-Mod erledigt. Wo bleiben die zwei, verdammt? Der Kristall ist doch schon weg. Das Äther? Was in Gwigos Namen geht hier vor? Nichts Gutes. Wir sind zurück. Clive! Joshua! Jill! Verletzt? Wir nicht. Was ist passiert? Erst müssen wir hier weg. Mit! Ablegen! Los!
Beeilung! Zurück aufs Schiff! Ich folge euch sogleich. Danke. Natürlich, du willst keinen Mist bauen, Kollege. Okay. Einfach nur ein bisschen geflext. Okay, da ging dann noch alles relativ chillig von dann, ne? Ja, guck mal, was hier jetzt ist. Das sieht aus wie so ein typischer Kristall in Final Fantasy. Die Form und so. Na komm, machen wir weiter. Ein bisschen schneiden und so, ne? Dupp. Zurück an der Quelle. Ich habe eine ganze Menge mit allen zu besprechen. Als erstes rede ich mit Otto. Ja, natürlich mit Otto. Mit wem denn sonst? Irgendwas ist mit dem Kristall. Ich habe das Gefühl. Kann ich überall hin jetzt? Na gut, reden wir mal ein bisschen. Ich will eigentlich erst. Kannst du mal kurz ignorieren? Ich will mal kurz hier erst gucken. Erstmal als andere machen. Ne. Irgendwas Neues. Nö. Wie sieht jetzt hier mal aus? Kann man mal endlich dahin? Man wüsste, wo halt immer wieder ist, ne? Nein. So, mit hat ihr so 245 minütige Parts nehme ich an, ne? Da. Da ist Swarok. Ich vergesse mal, wo der andere ist. Ich glaube hier, ne? Immer noch. Nicht passierbar. Warum nicht? Was muss ein Herr denn hier machen, damit das endlich mal aufgeht? Alles gut bei dir? Ja, ich muss wahrscheinlich erstmal hier. Immer was zu tun, hm? Ich muss wahrscheinlich erstmal hier mit ihm reden, um einige Sachen hier voranzutreiben. Also machen wir mal. Ich sehe, lebst du noch? Dieses wow, danke. Unheimliche Ding am Himmel geht auf dein Konto, vermute ich. Was hast du angestellt? Boah, wow, danke. Eine lange Geschichte, die ich gerne nur einmal erzählen würde. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ist gut. Ich rufe alle zusammen. Hast du schon wieder gesagt, die Zeit ist reif für Clive und hast dann irgendeinen Mist gebaut? Ich kenne dich doch. Da, guck mal, all die Charaktere hier, die rumlaufen. Das sind dann wohl alle. Wie ihr euch denken könnt, hat Ultima diesen Kristall am östlichen Horizont heraufbeschworen. Er nennt ihn Ursprung. Welche Bedeutung dieser Name trägt, ich meine, das wissen wir nicht. Ist noch unklar. Es Nehmt macht keinen an. Unterschied, wie er heißt. Er hat die Chasia den Untergang gebracht. Nun ist meine Heimat endgültig Geschichte. War eine Stadt, in der wir rumlaufen konnten vorher? Ach, das, wo Bahamut randaliert hat. In den ältesten Überlieferungen erwähnt. Doch meines Wissens gab es bisher keinerlei Hinweise auf ihre wahre Beschaffenheit, dass es die Hörner eines schlafenden Dämons sein sollten. Nein. Wenigstens kam ihr Ende schnell.
Andernorts kämpft das dalmekische Heer verzweifelt gegen das Chaos an, das Randela verschluckt. Kanva steht in Flammen und Sanbrek. Unsere Verbündeten warten auf Antworten. Ich habe die Flugbrecher geschickt, damit sie ihnen Schutz geben, aber der bedeutet im Moment einen feuchten Schiss. Wie sollen sie denn aufhalten, was der Himmel losgebrochen hat? In ganz Valestea geht es den Menschen von Tag zu Tag immer schlechter. Ist es möglich, dass dieser Mutterkristall wie die anderen ist? Dass er dem Boden auch Äther entzieht? Es sah zumindest danach aus, Instanher. Das würde erklären, warum sich die Fäule auf einmal so viel schneller ausbreitet als zuvor, oder nicht? Der Äther steigt langsam an die Oberfläche und sammelt sich, bricht aus und verwandelt alle, die ihm nicht standhalten können. Die Arke oben, Ätherfluten von unten und in der Mitte hilflos ausgeliefert, die letzten Überlebenden. Als wir in Stonehill waren, sagte Ultima, dass seine wahren Kräfte in diesem Kristall erwachen würden. Also, er wird noch stärker. Es ist klar. Er darf nicht noch stärker werden. Nein. Um ihn aufzuhalten, müssen wir ins Innere des Kristalls. Und wie sollen wir das anstellen? Das Ding schwebt am Himmel. Und nicht mal die Enterprise kann einfach so abheben. Außer... So kommen wir nicht weiter. Wir sollten uns alle etwas Ruhe gönnen und nachdenken. Wir finden schon noch eine Lösung. Keine Sorge. Habe ich recht, Clive? Ja. Hast du. Wie immer. Also verzieht euch. Wird's bald. Das gilt auch für dich, Clive. Hier zu grübeln bringt dich nicht weiter. Glaub mir. Geh frische Luft schnappen. Was mit Dion? Ja. Danke. Der hockt trotzdem noch da. Na gut, ich nehme an. Kommen wieder ein paar neue Sachen hier noch. Lass mal die Musik ändern. Ich habe gerade was Neues freigeschaltet, ne? Entscheidungen treffen, und zwar schwerer. Ja. Lass mal hier kurz alles abchecken, so, ne, an Läden und Schmiede und so, ne. Ist was kaputt? Was willst du? Ich kann den Verteidiger auch leveln. Welcher dann stärker werden würde als meine jetzige Waffe. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Er wäre dann stärker als, weil ich jetzt habe, Verteidiger plus 2. Kann ich dann auch noch machen. B-Mod Fessel habe ich 2, alles klar. Mir später danken. Und dann noch mal, ne? Das muss erstmal reichen. Okay, jetzt habe ich mal eiskalt hier eine stärkere Waffe als mein Dings hier. Das ist mein legendäres Schwert, das ich mal irgendwie durch sehr harte Mühen hergestellt bekommen habe. Ne? Wie es gibt nicht nur eine andere Waffe. Ja, vielleicht so eine random Waffe ersetzt, die mal stärker ist.
Okay. Na gut. Passt. Ja, lass mal gucken. Wenn nehme ich mal an, machen wir hier Feierabend, ne? Wenn dann so 2 45-minütige Parts, würde ich sagen, ne? Mal kurz gucken, so. Ich will natürlich den hier. Aber wir haben ja, warte mal, hat sich mal hier was geändert? Nee, ne? Also ja, war ja offensichtlich, dass das noch nicht der finale Dungeon oder so ist, ne? Aber das sieht schon jetzt nach Finale irgendwie aus, ne? Was ist da jetzt neu? Ich will mal wieder alten Klamotten hier ausrüsten mit meinen kleinen Charakteren, wollte ich jetzt sagen. Naja, ich meine, die sind natürlich cool, aber wir haben mal die alten Klamotten wieder, ja. Kann ich da sehen, wie die aussehen? Verteidiger aussieht. Ah. Excalibur. Welche Waffe sieht denn cool aus? Ja, Ragnarok sieht eigentlich cool aus, ne? Was ist denn mit dem Massamoon? Das sieht aus wie das wortwörtlich das Schwert von Sephiroth. Naja, das hieß auch Massamoon, ne? Und sieht genauso aus. Und die Waffe sieht eigentlich so aus, als wäre so Clives persönliche Waffe, ne? Oh, das ist eine Anspielung an Final Fantasy 3, ein Zwiebelschwert. Ewigschatten. Warum ist da hier so ein. Warum ist da so ein Regenbogen da drum? Warum ist da irgendwie so eine spezielle Farbe drum? Keine Ahnung. Laufen wir damit ein bisschen rum, ne? So. Ja. Weil ich beim nächsten Mal. Guck mal, was als nächstes ansteht, ne? Lage von Valistea. Sprich mit Joshua. Ja, das muss jetzt noch nicht. Wird vertagt. Gucken wir uns mal. So, bis zum nächsten Mal muss ich mir wieder meine Tränke hier zusammen farmen, ne? Im Dämmerwald. Boah, ich habe nichts. Das ist alles, der hat alles aus mich herausgezogen gerade. Bitte, nur zu. Innere Stimme, eine neue Funktion ist jetzt durch Drücken vom ein Einblick in die Herzen der Freund und Feind, wenn ein Charakter ausdrücke. Okay. Innere Stimme. Irgendwie kann ich da nichts machen. Hm. Ursprung eines Übens. Was bringt mir das? Guck ich mal, wie er da nur aussah. Ja, innere Stimme, was bringt mir das? Irgendwann so eine Wehe des Ursprungs erwachen unsere wahren Stärken. Also zur Erregung gebracht werden. Sagt dann zu jedem Charakter irgendwie was. Also er denkt über ihn, das oder so, mein geliebter Onkel. Man sieht sozusagen die Beziehung zu allen Leuten, ne? Ja. Nehmen wir an, das neu hinzugefügt worden, ne? Okay, das sieht ein bisschen anders aus jetzt hier alles. Warum sind jetzt hier so? Aber wir waren nicht befreundet mit wir waren vorher nicht befreundet mit unserem Onkel.
What? Liebespaar und dann befreundet. Okay. Wollen wir gefriendzoned von Jill? Studiere sie gut, Clive. Ich habe nie gemerkt, dass hier unten ein Mannequin von ihr ist. Gut. Okay, cool. So, ich würde sagen, das war's für heute, ne? Weil wir haben Material für zwei Parts, würde ich sagen, ne? Und beim nächsten Mal sind wir dann wieder hier weiter gucken, was wir hier noch machen können, ne? So Nebenquests-mäßig oder irgendwie sowas, ne? Falls irgendwie sowas kommt oder einfach durch Story. Ich nehme mal, da kommen noch ein paar Nebenquests oder so, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr seid wieder voll dabei an Bord mit Final Fantasy 16, ne? Und sagt dann Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut in der nächsten Folge wieder vorbei. Hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Ciao.